Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kingdom Come Deliverance. Ich habe gerade ein bisschen selber für mich gespielt und als es gerade kritisch wurde, als ich vom Banditen angegriffen worden bin, habe ich einfach mal sämtlichen Alkohol getrunken, den ich hatte. Bin daraufhin bewusstlos geworden und nun bin ich hier gelandet. Und ich würde gerne mit euch kurz erkunden, wo genau ich bin und was hier los ist. In irgendeiner Stadt. Ich bin in dem privaten Bereich. Wo bin ich? Ihr seht schon, ich habe ordentlich einen über den Durst getrunken. Ist hier irgendjemand? Bin ich, ich gucke mal auf die Karte. Ich bin ein Rattei. Bin hier in der Schenke gelandet, lol. Ich nüchter mich erstmal aus. Oder auch nicht. Kann ich hier schlafen? Wir legen uns hier einfach mal ins Bett und dann gucken wir mal. Das heißt, wenn man einen über den Durst getrunken hat. Verschwinde, du gehörst hier nicht her. Natürlich gehöre ich hierher. Ich bin hier aufgewacht, immerhin. Das heißt, man landet einfach irgendwo in der Kneipe. Oh, jetzt werde ich bestimmt von der Wache angegriffen. Du hungerst herum, wo du nichts zu suchen hast und ignorierst die Warnungen. Du hättest dir das zweimal überlegen sollen. Das wird ein saftiges Bußgeld werden. Warum? Ich bin hier aufgewacht. Ach du Scheiße. Ja, das Einzige, was ich habe, ist momentan Redekunst. Der Alkohol hat mir so viel genommen. Alter. Du machst einen großen Fehler. Wenn du wüsstest, wo du da hineingeraten bist. Das wird kein. Also, ich dachte. Ja, ist gut. Ergib dich! Du bist ein Verbrecher und wirst verhaftet! Wie? Alles gut. Ich gehe ja schon. Gehen wir hier raus. Hey, So. du gehörst hier nicht her. Zum Teufel bist du. Wir haben noch eine Kleinigkeit zu machen, wo ich euch jetzt schon mal hier habe. Und zwar haben wir ein paar verbesserte Werte. Da, Trinkfestigkeit. So. Wir haben Weintrinker, echter Slave. Du wirst von 50% weniger Alkohol betrunken und verprasst somit weniger deines hart verdienten Geldes. Zudem hält dein Kater am nächsten Tag nur halb so lange an. Bedenke jedoch, dass schnell betrunken zu werden sowohl positive als auch negative Effekte hat. Wenn du betrunken bist, erhältst du einen Bonus von 50% auf Redekunst und Charisma. Bist du verkatert, sinken die Werte jedoch um 50%. Ich bin ordentlich verkatert derzeit. Auffälligkeit ist 100 bei mir gerade. Ach du Scheiße. Säufer, die positive Wirkung von Alkohol hält doppelt so lange an. Und wenn du dich nicht bis zur Besinnungslosigkeit besäufst, was ich gerade gemacht habe, erlebst du deinen Rausch ohne negative Begleiterscheinungen. Sobald du jedoch wieder nüchtern bist, hält dein Kater doppelt so lange an. Ich weiß nicht, was man hier macht. 51% schwächer, sodass du mehr davon trinken kannst. Bier hingegen ist doppelt so stark. Wir machen loses. Oh nein. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ach, machen wir Biertrinker. Scheiß drauf. Ja, meine Werte sind momentan für den Arsch, solange ich verkatert bin. Ist ja nicht lustig, gut zu wissen. Ich glaube, ich hatte noch einen Wert, den wir verbessern konnten. Moment. Genau, wir haben noch Agilität. So, deine Angriffe brauchen 30% weniger Ausdauer, versuchen aber etwas weniger Schaden, gilt nur für Waffen, die auf Agilität basieren. Wenn du im Kampf erfolgreich ausweichst, sinkt die Moral deines Gegners, das ist auch nicht schlecht. Deine Chance auf einen guten Würfelwurf erhöht sich. Was? Das ist so klare Sache. Vitalität. So, was haben wir denn noch? Robuster Magen. Wenn du 5 Tage durch, du kannst deinen leeren Magen selbst mit verdorbenem oder giftigem Essen füllen, ohne Schaden zu nehmen. Allerdings spürst du auch keinerlei positiven Auswirkungen. Nehmen wir gesunde Ernährung. Wer weiß, vielleicht kriege ich das ja hin. Obwohl ich eigentlich viel zu faul dafür bin. Ja, cool. Freunde, das war's erstmal für jetzt. Wir sehen uns gleich natürlich wieder. Die Folge geht natürlich weiter für euch, aber zu einem späteren Zeitpunkt. Keine Sorge, ich rüste gleich die Fackel aus, du Arsch. Wieso schleichst du wie ein Strauchdieb im Dunkeln umher? Laut Gesetz muss jeder bei Nacht ein Licht tragen.
zufrieden. Bis gleich. Himmel, pass auf, wo du hingehst. Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einem neuen Video zu Kingdom Come Deliverance hier an einem regnerischen Tag, wo der Regen gerade irgendwie aufhört. Aber wir wollen die Hauptmission weitermachen. Bin ich zu Fuß unterwegs? Ja. So, stimmt, ich habe ja schon die Leitung gemacht. Ha! Ich habe ja schon ein paar Minuten aufgenommen gehabt. Egal, habt ihr zwei. Heute bin ich großzügig. So, wir wollen die Main-Quest weitermachen. Die Leute haben irgendwie alle Angst vor mir. Ich habe keine Ahnung, die laufen irgendwie. Hallo? Zack? Viel Gesundheit. Der Schmied aus der Stadt ist hinter den Bruchstücken des Schwertes einer gewissen Königin von Saba her. Ein Pilger hat sie vor kurzem verkauft. Ich weiß nicht, aber er hat Pech. Er hätte zuschlagen sollen, dass er die Möglichkeit hatte. Ich habe meines immer dabei. Es bringt Glück und steht nicht zum Verkauf. Nicht einmal... Nicht mal für das Gold des Königs. Okay, danke. Gott über dich wache. Er ist immer dabei, ja. Scheiße, hinter mir ist eine Wache. Die Wache ist umgedreht. Ja, Frühchen, ich habe gehört, du willst mir was geben. Ich bin schon so richtig gut beim Klauen, ey. Nein, das ist es nicht. Das ist auch nicht. Das sowieso nicht. Käse. Da, das Bruchstück. Bingo. So, damit haben wir schon 3 von 5. Eins habe ich geklaut. Ich bin gestern, als ich privat ein bisschen rumgelaufen bin, bin ich nachts halt in die Stadt von Rattay und habe da alles geklaut, was so möglich war, um die um Schlossknacken voranzutreiben. Und da war irgendwo ein Bruchstück dabei. Ich glaube, das war eine Rattay. Ich bin mir da nicht mehr ganz so sicher. Aber ich glaube, ja, Rattay war das, glaube ich. So. Wir können hier mal gucken. Vielleicht können wir das ja heute mal zu Ende machen. Questlog. Der Schwert der Könige. Ah, da habe ich keine Questmarkierung, ne? Wo ich schon war und wo nicht. Ja, das ist natürlich blöd. Naja, gut. Wir kriegen das schon irgendwie hin. Hä? Was? Was sagt mir denn meine Quest? Was soll ich denn hier? Laure dem geheimnisvollen Ritter auf. Achso. Ja. Ich hab dich nicht beklaut. Geh weg. Danke. Ah. Bist du besagter Ritter? Ulrich. Verdammt! Grüß dich, Gefährte. Freut mich, dich wiederzusehen, Herr. Ebenfalls. Zweifelsohne hast du viele Fragen. Allerdings. Lass uns reden, aber nicht hier. Die Wände haben Ohren. Treffen wir uns nach Sonnenuntergang beim Weiher. Ich warte bei der großen Weide. Der will kämpfen. Nein, wir reden jetzt hier und jetzt. Mann, sag mir jetzt, was du zu sagen hast. Bei allen Heiligen, du bist tapfer. Trotzdem, wenn du reden willst, komm nach Sonnenuntergang zum Weiher. Ach komm, der will doch gegen mich kämpfen. Wartet mal eine Sekunde. Wenn er gleich noch da ist, töten wir ihn einfach. Am Arsch kämpfen. Ich bin feige, Mann. Mit mir kann man nicht kämpfen. So, ich habe jetzt extra gespeichert, damit ich für den Fall der Fälle gleich laden kann. Erstmal knacken wir das. So, ja, hier hat er Nürnberger Kürass. 2.500. Wiegt auch nicht wirklich viel. Nehmen wir mit. Schwert des Räuberbarons. Ja. Ulrich, ja. Oh. Was zum Teufel? Du willst mich ausrauben? Ein Dieb! Prügeln wir uns! Ohne Waffen! Ohne Waffen! Ohne Waffen!
Ohne Waffen! Ohne Waffen! Ohne Waffen! Wache! So tut doch was schnell! Die prügeln sich hier! Ich prügel mich ja, aber er nicht. Er nimmt sein Schwert, die feige Sau. Komm her! Prügel dich wie ein echter Mann, Mann! Au! Prügel dich wie ein echter Mann! Was ist denn los mit dir? Alter Mann, hä? Hast du keine Ehre mehr? Hast du keine Ehre mehr? Hey, wie viel Leben hast du denn? Was ist denn gerade? Hä? Hat er gerade sein Schild? Achso, nee, das war die Dicke. Ich glaube, das bringt nicht viel. Au. Komm. Okay, ich hol mein Schwert raus. Au, 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 au. Ja, ich habe noch nicht mal angefangen. Jawohl. Was bist du für ein Arsch? Nicht töten, bitte nicht. Bitte nicht, ich sehe nichts. Verzieh dich. Mit letzter Kraft, ja. Damit hast du nicht gerechnet, oder? Ernsthaft? Ich sollte ihn durchsuchen. Vielleicht finde ich etwas. Okay, wir können ja schon mal gucken. Ulrichs Dokumente. Der wird bestimmt kämpfen wollen. Spiel gespeichert? Nein, das war ein Test. Verdammt. Brunschlüssel, Türschlüssel. Okay, dann ist er halt tot. Dann ist er halt tot. Nehmen wir die ganz wertvollen Sachen von ihm weg. Schade. Naja. Ich wollte eigentlich laden und mich mit ihm treffen. Aber gut, oh. Oh, Heim. Ach, stimmt. Wir haben ja noch richtig viele Punkte auszugeben, weil ich so viel gemacht habe. Nachdem du ein Verbrechen begangen hast, erhältst du einen Punkt. Ja, gut. Machen wir das so. Dann haben wir noch Jagen. Da habe ich bereits gelernt, Tiere auseinanderzunehmen. Rohes Essen in deinem Inventar. Du verursachst bei wilden Tieren mehr Schaden. Du kannst rohes Fleisch essen. Ja, wie machen wir Jägersmann? So, dann haben wir Lesen. So, was haben wir denn hier bei Lesen noch? Kartograf. Die ganze Karte wird aufgedeckt und offenbart dir alle besiedelten Orte, Jagdgebiete und Höhlen. Ganz gleich, wo du dich zum Lesen aufhältst, du bekommst immer einen Bonus. Die Lernstufe des Buchs, das du am meisten gelesen hast. Aha. Wir nehmen mal Kartograf. Ich habe zwar die Karte privat gestern selbst aufgedeckt, also komplett, für den Fall der Fälle, dass ich das hier level. Deswegen, ja, hier gibt es nichts mehr. Hier bin ich auch komplett durchgelaufen. Und ich dachte, mir werden Höhlen angezeigt. Wahrscheinlich werde ich näher gehen nachher. Ja, ich war quasi überall, ne? Aber so wirklich neue Städte gibt es nicht. Naja, war gut zu wissen. Jagdgebiete, verschiedene Höhlen. Ist schon praktisch, ist schon praktisch. Vor allem die Jagdgebiete finde ich wichtig. Da ist noch eine Höhle, die habe ich glaube ich nicht entdeckt. Apropos Höhle. Ich habe eine Höhle bei meinen Entdeckungen gefunden. Und ich habe da etwas sehr, sehr Merkwürdiges gefunden. Und zwar... Stimmt, ich habe noch Bücher geklaut. Ah, lernen wir ein bisschen. So. Du hast verbessert Jagen. Cool. Was ist das für einer? Dreifaltigkeitswürfel. Ein gesegneter Spielwürfel der heiligen Dreifaltigkeit in der Hoffnung, eine 3 zu würfeln. Okay. Flink wie ein Wiesel. Können wir das mittlerweile lesen? Nein. Aber ich habe Flink wie ein Wiesel 3, glaube ich, gefunden. Ach, und ich habe da irgendwo in der Pampa lag jemand mit 1 Milliarde Federn. Deswegen habe ich die Federn gefunden.
Also war schon cool, dass ich da rumgelaufen bin. Auch Rezept für Konservierungen. Ich habe auch neue Rezepte gelernt. So, da schwarze Federn habe ich, Rabenfedern habe ich, rote Federn. Die hatte er alle dabei. Der hatte Federn ohne Ende. Ich weiß nicht, was er damit gemacht hat. Verpönter Würfel. Den habe ich gefunden. Manchmal sind dir die Würfel gewogen, manchmal nicht. Dieser hier wahrscheinlich eher nicht. Ich habe einen Würfel gefunden, der Pech bringt. Warum? Und ich hatte auch Flink wie ein Wiesel gefunden. Hundertprozentig. Hä? Hätte ich schwören können. Ich hätte schwören können, Freunde. Dass ich ein Buch gefunden habe mit Flink wie ein Wiesel 3. Ach, Flink wie ein Wiesel, ganz normal, okay. Den hatte ich, glaube ich, gefunden. Wieso ich ihn hier reingepackt habe, weiß ich auch nicht. Wieso habe ich die hier nicht dabei? Na gut. Dann wollen wir mal. Da, flink wie ein Wiesel. Agilität verbessert. Nice. Kann ich den jetzt? Oder muss ich die anderen Bücher erst noch finden? Ja. Muss die anderen Bücher noch finden. Aber gut. Somit haben wir noch ein Buch mehr. Du kannst dich nicht mehr konzentrieren. Ja, die brauche ich auch gar nicht mehr. Ich habe meine Bücher durch. So. Ah, ich wollte noch braun. Oh, ich wollte noch braun. Vielleicht mache ich das zwischen den Folgen. Weil jetzt bin ich in einer neuen Aufnahmesession, weil ich heiß drauf bin, zu Ende zu spielen. Aber gut, wir haben ja noch ein Buch. Ulrichs Dokumente. Ach du Scheiße. Moment. Stellen wir uns ans Feuer, vielleicht kann ich dann besser lesen. Ich warte, bis es Tag wird, ganz ehrlich. Wie sieht's aus mit meinen Werten? Energie? Ja, oh, ich kann schlafen. Komm, gehen wir schlafen. Nachts zu lesen ist echt der Albtraum. Für jede Leseratte. Aber der hätte bestimmt gegen mich gekämpft, Freunde. Deswegen war das einzig und allein die richtige Entscheidung, ihn jetzt zu töten, bevor er mich tötet. So agieren Schurken wie ich. So. Nun geht es aber los. So, Ulrichs Dokumente. Wir, die Ratsherren der großen und glorreichen Stadt Passau, drücken hiermit unser Wohlwollen aus und wünschen Gottes Gnade und Erbarmen all jenen, die wir hier in höchster Ehrerbietung nennen. Den religiösen, säkulären Prinzen, Herzog, Grafen, Markgrafen, Freiherren und anderen Adligen, den Kämmerern, Ministern und Beratern, den Rittern und Knappen, den Hauptmännern, Zöllnern, Schatzmeistern, Amtsleuten und Vögten von Städten, Kleinstädten, Dörfern und anderen Siedlungen, genauso wie deren Ältesten und allen anderen, die dem Heiligen Römischen Reich treu geblieben sind, treu ergeben sind, sowie allen, die durch die Gnade unseres Herrn Jesus Christus dieses Messbuch in die Hand nehmen. Geschätzte, gütige, edelmütige und treue Freunde, wir nehmen es uns nun heraus, jedem Einzelnen, in dessen Hände diese Schrift fallen möge, den ehrwürdigen Ritter Ulrich vorzustellen, unseren gnädigen Höflinge und treuen Freund, der bald als unser Gesandter und Botschafter die Reise in das hochgelobte Königreich Böhmen antreten wird. Wir erbitten ihn, bei seiner Ankunft mit demselben Wohlwollen und Respekt zu empfangen, der auch uns zuweilen wurde, und ihm freies Geleit über alle Straßen, Häfen, Brücken, Ländereien, Lehen, Grafschaften, Provinzen, Städten, Kleinstädten, Burgen, Dörfern und andere Orte des Königreichs Böhmen gewähren, auf dass er seine Aufgabe, die Ehre und den guten Ruf unserer großen Stadt aufrechtzuerhalten, ausführen vermag. Niedergeschrieben in Passau im Jahre des Herrn 1403. Protokoll. Zur Untersuchung der Münze. Am zweiten Tage des Aprils ward in Passau die Untersuchung einer Münze durchgeführt, welche eine unlängst in der Passauer Wechselstube entdeckte Fälschung des Prager Groschens darstellt. Vorgenommen ward die Untersuchung vom Meister Johannes Bergmann, ehrbarer Rat der Stadt Passau, welchem die Aufgabe von den Ratsherren übertragen ward und welcher als Juwelier und Goldschmied gar große Erfahrung in derlei Dingen besitzt. Auf sich bei einer Untersuchung führten die stellvertretenden Stadträte Joachim Falkenberg, Konrad genannt,
Honigzunge sowie Kuno Eiser. Meister Bergmann hielt fest, dass die Fälschung kunstvoll gefertigt und für den Laien schwer von echten Währungen zu unterscheiden sei. Ebenso ward ermittelt, dass die Fälschung von einer gänzlich neuen Machart sei, dem geschätzten Meister Bergmann bis dato unbekannt. Der Kern der Münze wurde aus Kupferblech gepresst, eben welches in Nachahmung der originalen Münze mit Silberarmanlagen, keine Ahnung was, Silberamalgam plattiert wurde. Meister Juwelier hielt überdies fest, dass die Prägung der Münze sehr deutlich und von erlesener Qualität sei, was nahegelegt, dass die Fälscher über eine Prägestempel feinster Handwerkskunst gebieten. Okay, das heißt, er hat eigentlich hier nichts Schlechtes gemacht, sondern ist einfach nur hinter den falschen Münzen her gewesen, wir haben ihn getötet. Ja, das ist dumm gelaufen. Ich wollte ihn ja eigentlich nicht töten, das war nicht meine Absicht. Wirklich nicht. So, okay, dann Bericht erstatten. Halt! Ich muss dich durchsuchen. Was willst du denn jetzt schon wieder? Was ist los? Sicherheit? Geh mir aus dem Weg. Das ist Ich hasse diese Leute, die einen untersuchen wollen. Ich bin selber im Auftrag hier. Tolle Wache. Was zur Hölle machst du da? Bürgerin, hallo? Lebe wohl. Ich bin hier falsch. Und die sieht aus, als würde sie schweben, ne? Ich wollte es nur mal gesagt haben. Und dann gehen wir halt noch höher. Bin ich hier jetzt wenigstens richtig? Gott segne dich. Das betrübt dich. Falsche Groschen. Meister Pfeiffer, ich muss dich sprechen. Ich habe etwas über die gefälschten Münzen erfahren. Ach, wirklich? Sprich. Bei Rovna entdeckte ich einen Wagen, der die Münzen transportierte. Leider kam ich zu spät. Der Fuhrmann und sein Gefolge waren bereits tot. Verflixt und zugenäht. Weißt du, wer es war? Ja. Ein gewisser Ritter erschien dort. Leider kam es zum Kampf. Er überlebte ihn nicht, weshalb ich ihn nicht verhören konnte. Verstehe. Trug er wenigstens ein Wappen? Es wäre gut zu wissen, wer in die Sache verwickelt ist. Ein Wappen? Nein, Meister Pfeiffer. Sein Schild war weiß. Aber er hatte diese Schriftstücke bei sich. Lass mich sehen. Wir, die Ratsherren der Stadt Passau, Verhör an diesem Tage, unter Schmerzen preisgab, der Ursprungsort ein Kloster im Lande Böhmen ist. Leider bestätigt das meinen Verdacht, dass etwas Zwielichtiges in Sasau im Gange ist. Münzprobe ergab... Kupferkern mit Amalgam überzogen. Das ist interessant. Hier wird beschrieben, wie die gefälschten Münzen gefertigt werden. Ich muss das ausführlicher studieren. Wir ermächtigen Herrn Ulrich, untersuchen, auf das ich ihm niemand widersetze. Das scheint der Geleitbrief zu sein. Er trägt das Siegel der Ratsherren von Passau. Aber Sie haben den Brief nicht verfasst. Woher weißt du das? Ich kenne die Handschrift. Sie gehört Herrn Clemens von Kaplitz, dem hohen Schreiber der Rosenbergs. Okay, dann war das doch gut, dass wir ihn getötet haben. Was hat das zu bedeuten? Was hat all das zu bedeuten? Ich bin mir nicht sicher. So oder so, wir müssen uns vorsehen. Und unsere Untersuchung beginnen. Den Schriftstücken zufolge verwenden Sie Silberamalgam für die Beschichtung. Dieser Spur können wir folgen. Amal... was? Silberamalgam... Es besteht aus Quecksilber und Silber. Das klingt, als könnte es nicht jeder in die Hände bekommen. Da hast du recht. Begib dich unverzüglich nach Sasau. Sieh dich in den Schmieden um. Jemand muss das Kupfer für sie bearbeiten. Ich werde mich indes mit Herrn Ratzig beraten und danach kommen. Wo treffen wir uns? Im Gasthaus, am Sasauer Hauptplatz. Okay. Lebe wohl. Wer in Sasau mit Kupfer arbeitet, finde heraus, wo er die Münzfälscher in Quecksilber, ihr Quecksilber beziehen. Okay. Sehr schön. Werden wir dort direkt mal machen. Oh Mann, warum immer hier hin? Die mögen mich nicht, Frank.
Okay, den Ort kannte ich wirklich noch nicht. Ich glaube, das war der einzige, oder? Na gut. Können wir später noch hin. Okay, okay, wir sind jetzt angekommen und ich würde glatt behaupten, wir schauen als allererstes beim Schmied vorbei. Ich denke, das ist erstmal eine richtig gute Quelle. Denn wenn einer etwas von, ja, Erzen versteht, dann er wahrscheinlich, ne? Ups, nein. Ich wollte mein Ferdinand holen. So. Das geht auch ein bisschen fixer voran, als zu Fuß zu laufen. Achso, das ist der Typ, der die ganze Zeit Reime spricht. Ich schnapp nach Luft, die Füße warm, ich kauf dein Pferd, doch bin zu arm. Guten Tag. So, erzähl mir von den Schmieden in Sasau. Was kannst du mir über die Schmiede in Sasau sagen? Gibt zu viele von uns für so ein Städtchen. Da ist zum Beispiel Zach, der eine Schmiede im Hof vom Kloster hat. Er macht hauptsächlich Sachen für den Kirchenbau. Und dann gibt's noch den Meisterschmied, Otto von Rabstein. Zack, den haben wir doch schon mal gesehen. Erzähl mir von Zach. Hat nicht viel für den übrig. Sein Handwerk versteht er, keine Frage. Aber er glaubt wohl, sein Sohn Vitus wird eines Tages mal Meisterschmied in Prag. Mein Vater war Schmied und ich schätze, er hatte dieselbe Hoffnung. So sind Väter eben, nicht wahr? Sicher, wer wäre denn nicht stolz auf seinen Jungen? Aber Zach übertreibt. Jedenfalls liegt er sich deshalb mit Meister Otto in den Haaren. Meister Otto? Kannst du mir etwas über Meister Otto erzählen? Nun ja, der ist ein Meister, zu dem man aufsehen kann. Hat für die Herren von Kuhnstadt und die reichsten Bürger in Prag gearbeitet. Verzeih mir die Frage, aber was tut er dann hier? Das fragen sich alle Leute mit einer Birne. Er genießt die Ruhe und den Frieden. Oder besser genoss. Die Zankerei mit Zach hat ihm sicher ein paar graue Haare mehr beschert. Okay, weshalb streiten sie sich? Worüber streiten sich Zach und Meister Otto? Zach ließ seinen Sohn Vitus in Kuttenberg zum Waffenschmied ausbilden und wollte Ottos Schmiede für ihn kaufen. Aber Otto ist ein stolzer Mann. Wie würde das aussehen? Der Meisterschmied weicht einem gerne groß, der noch halb am Rockzipfel seiner Mutter hängt. Die zanken sich ewig deswegen. Naja, hauptsächlich Zach. Schwärzt Otto bei jeder Gelegenheit an und behauptet, dass Otto nur für Alteisen taugt und der Jungspund ihn verdrängen wird. Mhm. Das wäre alles. Gut, dann müssen wir die aufsuchen. Du hattest ja den Scheiß nicht genommen, ne? Ich suche nach den... Natürlich. Und? Es ist nichts als Plunder. Nur ein Narr würde dem Lügenbold was... Aber wenn der Pilger lügen würde... Na gut, er hat's wirklich nicht genommen. Arbeitest du mit Kupfer? Arbeitest du hier mit Kupfer? Nein. Könnte ich auch nicht, selbst wenn ich wollte. Zach aus dem Kloster hat das ganze Kupfer aufgekauft. Zach, ja. Alles Gute. Nee, Zack, sorry. Was zum Zack. Teufel? Ich finde Zack halt cooler als Zach. Es gab damals ein Spiel, das hieß, wie hieß das denn nochmal? Landstalker, glaube ich, auf dem Sega Genesis System. Und da war auch einer, der hieß Zach. Und ich habe ihn immer Zach genannt. So, aber nachdem ich irgendwann halt Riesenfan von, wie hieß das nochmal, Scrubs wurde und da ja Zach Braff die Hauptrolle spielt, habe ich gedacht, ah, das heißt ja. Zack. So, und wenn ich jetzt hier höre, dass jemand Zach sagt, dann raste ich hier aber auch aus. So, also, Zach aus dem Kloster, ja? Stimmt, da. Da gehen wir als nächstes hin. Aber Zach haben wir schon beklaut. Zack haben wir schon beklaut. Er hatte das Bruchstück wahrscheinlich dann auch gekauft, ne? Aber die haben hier noch diesen Meister Otto. Ich weiß aber nicht, wo ich den finde. Ich muss auf jeden Fall... Jedes Mal, wenn wir irgendwo vorbeikommen, wo eine Schmiede ist, müssen wir da hingehen wegen den Bruchstücken. Ich möchte dieses komische Schwert haben. Aber ich... War das wirklich hier, wo wir den beklaut haben? Ja, doch. Wir waren ja auf dem Weg zur Schenke, ne? Stimmt. Das war der Sack, den wir beklaut... Sack, den wir beklaut haben. Mann, dieses Spiel regt mich auf. Es bringt mich dazu, Sack falsch auszusprechen. Ja.
So, da wären wir. Vitos, hi. Glück und Gesundheit. Mach's gut. Pass etwas besser auf. Wo ist er hin? Er war gerade noch hier. Da. Hey, Zack. Gelobt sei Jesus Christus. So, arbeitest du mit Kupfer? Arbeitest du mit Kupfer, Meister Schmied? Warum fragst du? Kannst du mir etwas fertigen? Ich hätte gern, dass du etwas für mich herstellst. Frag besser woanders. Ich nehme kein Kupfer. Ich habe was anderes gehört. Ich habe etwas anderes gehört. Was? In der Stadt sagte man mir, du hättest sämtliche Kupfervorräte aufgekauft. Offenbar macht man mich wieder mal zum Deppen. Noch was? Ich habe immer noch zu tun. Wegen des Kupfers. Zurück zum Kupfer, Meister Schmied. Was? Ich hab dir gesagt, ich arbeite nicht mit Kupfer. Verstehe. Aha. Was kannst du mir über die Schmiede in Sasau sagen? Was kannst du mir über die Schmiede von Sasau sagen? Tja, da wäre Mikesh. Der ist ein ehrlicher Bursche, ein redlicher Handwerker. Dann gibt's noch Meister Otto. Der war mal gut, aber jetzt ist er alt und hält zu große Stücke auf sich. Dann müssen wir Meister Otto besuchen. Der Typ ist mir nicht ganz koscher. Mikesh würde sowas niemals behaupten. So, den Schmied haben wir, ne? Wo ist denn der andere Schmied dann? Rüstschmied. Der vielleicht? Es kann ja nur noch der sein, ne? Anderen Schmied sehe ich hier nicht. Na gut. Achso, ich bin auf dem Pferd. Ich dachte, wieso ist meine Steuerung gerade so kacke? So. Wie komme ich denn hier jetzt rein? Hallo. Meister Otto. Guten Tag. Wie kann ich... Übung. Reparieren. Bitte zeig mir... Selbstverständlich. Ich möchte die Grundlage. Gut. Ja, also, bitte. Reparieren? Das habe ich ja noch gar nicht gemacht, ne? Stimmt. Wir müssen öfters reparieren. Bitte zeig mir... Selbstverständlich. Ich möchte über die... Gut. Also, mach's gut. Yay, reparieren. Neuer Spezialpunkt verfügbar. Komm, machen wir das mal kurz bitte hier zu Ende. Selbstverständlich. Ich möchte meine Technik zuerst... Okay, ich hab nicht mal fortgeschritten, ey. Okay, arbeitest du mit Kupfer? Stellst du Sachen aus Kupfer her, Meister? Hin und wieder nutze ich es für Verzierungen. Warum fragst du? Ich suche jemanden, der mir Kupferplatten machen kann. Das ist krude Arbeit. Mit so etwas vergeude ich nicht meine Zeit. Aber frag bei Zach im Hof des Klosters nach. Der hat ohnehin sämtliches Kupfer weit und breit aufgekauft. Das ist jetzt schon der Zweite, der sagt. Was kannst du mir über die Schmiede in Sasau sagen? Was kannst du mir über die Schmiede hier in Sasau sagen? Kommt darauf an, über welche du etwas wissen willst. In der Stadt arbeitet Mikesh, ein ehrlicher Handwerker. Und im Hof des Klosters Zach. Über ihn kann ich allerdings nicht viel Gutes sagen. Zach, Zack. Was ist mit Zach, dem Schmied im Kloster? Tja, wie soll ich sagen? Wir sind nicht oft einer Meinung. Er wollte mein Geschäft kaufen, aber ich habe abgelehnt. Seitdem verliert er kein gutes Wort über mich. Oh, nett. Erzähl mir von Mikesh. Wie gesagt, ein ehrlicher Handwerker. Das kann man nicht von jedem Schmied in der Stadt behaupten. Das wäre alles. Zack. Was machst du denn nur? Gut, Freunde. Ich hab doch gar nichts gemacht. Wir sehen uns morgen wieder. Ich werde jetzt noch ein bisschen der Alchemie frönen. Und dann sehen wir uns wieder, ne? Bis morgen. Haut rein. Tschüss.